Leute, mein Name ist Epic Stan und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und Katja, wir spielen heute einen richtig, richtig doll coolen Minensimulator. Wir können nämlich mit unserer Spitzhacke richtig, richtig doll viele Steine abbauen und diese Steine hier in die Stonecutter-Maschinen reinlegen. Aus den verschiedenen Steinen und den verschiedenen Erzen bekommen wir dann die Ingots raus und die Ingots können wir dann mit weiteren Maschinen weiter verarbeiten und bekommen dadurch richtig, richtig doll viel Geld. Mit dem Geld können wir uns neue Maschinen kaufen und natürlich auch die Maschinen upgraden. Okay, dann würde ich sagen, Katja, wir gehen als allererstes in die Mine, farmen richtig doll viel Stein und können den Stein hier in die Stonecutter reinlegen und die Ingots dann verkaufen. Okay, dann geht's hier vorne in die Mine. Und Katja, wir können uns auch alle Maschinen richtig, richtig doll gut upgraden. Da bin ich sehr, sehr doll gespannt. Wir haben hier auf jeden Fall Kohle und Cobblestone. Ich nehme, glaube ich, erstmal ein bisschen Kohle mit. Ich glaube, die ist relativ viel wert. Wir können unsere Spitzhacken auch upgraden, um hier schneller abzubauen. Ich gehe mal ein bisschen weiter in die Mine. Hier hätten wir sogar schon Eisen. Oh ja, yeah, das ist sehr gut. Okay, ich baue Eisen ab. Ich glaube, wenn wir das Eisen schneiden und die Iron Ingots dadurch rausbekommen, bekommen wir für die Iron Ingots richtig, richtig, richtig doll viel Geld. Okay, 16 Eisen habe ich, 9 Kohle und 9 Cobblestone und sogar 3 Granit. Dann geht's wieder zurück in unsere kleine Fabrik hier hinten. Ich kann jetzt hier das Eisen reinlegen und hier die Kohle, das wir jetzt geschnitten und daraus bekommen wir Eisen und Kohle Ingots. Hier kann ich mir auf jeden Fall die Iron Ingots rausholen und hier habe ich die geschnittene Kohle. Das ist sehr gut. Okay, Eisen kann ich hier wieder reinlegen. Dann würde ich sagen, wir gehen zum Shop und verkaufen dort auf jeden Fall schon mal das geschnittene Eisen und die geschnittene Kohle. Ich bin sehr gespannt, wie viel Geld wir dadurch bekommen. Und vielleicht kann ich mir dann schon die nächste Maschine kaufen. Okay, hier bitte den Stein verkaufen. Dankeschön. Die Kohle wird verkauft und auch das Eisen wird verkauft. Ich habe jetzt 9 Geld insgesamt und ich würde sagen, ich hole mir die nächste Maschine. Und Hallöchen, ich kaufe mir einen weiteren Stonecutter. Sehr gut. Den können wir jetzt in unsere Fabrik reinplatzieren. Und dadurch können wir schon 3 Items gleichzeitig schneiden und bekommen dadurch ein bisschen mehr Geld. Dann würde ich sagen, Katja, wir können auf jeden Fall sparen, bis wir uns die nächste Maschinenart kaufen können. Das hier vorne die Heizmaschine. Und wenn wir dort die Items reinlegen, bekommen wir noch wertvollere Items, die wir verkaufen können. Okay, die nächste Presse platziere ich ganz genau hier hin. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich verbinde alles mit Hoppern, dass wir die Items automatisch in die Kiste gelegt bekommen. Okay, wir haben jetzt hier auf jeden Fall Hopper platziert. Wir können die Maschinen hier von der Seite befüllen und wenn die Maschinen fertig sind, werden die Items automatisch hier in die Hopper reingetroppt und tatsächlich, wir haben hier das geschnittene Eisen. Jetzt können wir sie ganz einfach hier wieder befüllen und bekommen die Items automatisch hier vorne wieder in die Kiste. Sehr nice. Dann würde ich sagen, Katja, wir sparen jetzt richtig doll viel Geld und dann könnten wir uns die nächste Maschine kaufen. Das ist sehr gut. Okay, das geschnittene Eisen wird noch verkauft. Sehr gut. Ich habe jetzt 2 Stacks und 19 Geld und davon kaufe ich mir neue Maschinen. Oh, ich bin gespannt. Wie viel kostet eigentlich der Bohrer? Der günstigste Bohrer würde 30 kosten. Okay, das ist schon relativ teuer. Dann würde ich sagen, ich kaufe mir auf jeden Fall die Bresse auf Level 1, dann die Heizmaschine und die Upgrader-Maschine. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir alle Maschinen auf Level 1. Ich habe noch ein bisschen Geld übrig. Dann würde ich sagen, Katja, ich kaufe mir auch den günstigsten Bohrer. Oh, wie cool. Und mit dem Bohrer können wir in der Mine richtig doll schnell alle Blöcke abbauen. Dann würde ich sagen, Katja, wir können wieder eine Reihe Hopper platzieren und dort die neuen Maschinen drauf. Okay, dann können wir hier auf jeden Fall die Presse schon mal platzieren. Davon haben wir eine Maschine. Wenn wir jetzt hier die geschnittenen Erze haben, können wir diese hier pressen. Und als nächstes haben wir hier die Heizung. Die kommt hier hin. Wenn hier die Erze gepresst wurden, können wir die hier erhitzen. Und dann kommen wir hier zur dritten Maschine, nämlich zur Upgrader-Maschine. Da werden die erhitzten Erze nochmal geupgradet zu Stahl. Und diese sind am allermeisten wert. Das ist sehr gut. Okay, hier wird gerade gepresst insgesamt. Die Erze wurden hier gepresst. Sehr gut. Die können wir jetzt hier in die Heizung reinlegen. Und die Heizung ist fertig. Und wir bekommen hier die erhitzte Eisenplatte. Und diese könnten wir jetzt hier in der letzten Maschine noch upgraden. Die Maschine kommt hier hin. Und zack, bitte das hier reinlegen. Oh, wie cool das aussieht. Und jetzt bekommen wir aus den verschiedenen Erzen die Stahlbarren raus. Okay, und die sind super, super doll viel wert. Da brauchen wir auf jeden Fall noch 3 Kisten. Und wir können jetzt hier richtig, richtig doll einfach die ganzen Maschinen befüllen. Es landet alles immer hier vorne in der Kiste. Die können wir dann hier in die Presse reintun, dann in die Heizung und dann hier vorne Stahlbarren daraus machen. Okay, dann würde ich sagen, Katja, ich gehe mit dem Bohrer in die Mine und baue jetzt richtig doll viele Erze ab. Der Bohrer wird hier platziert. Oh, wie cool. Okay, und
mit dem Bohrer kann ich mich jetzt hier in die Wand reinbohren. Das klappt relativ gut und dadurch bekomme ich richtig, richtig doll viel Stein. Hier haben wir noch Kohle, die wir abbauen können. Oh, sehr gut. Ich habe jetzt schon 2 Stacks Steine. Das klappt mit dem Bohrer richtig, richtig, richtig doll schnell. Okay, hier haben wir auf jeden Fall noch Kohle. Die nehme ich natürlich auch mit. Wie schnell das funktioniert hier. Ich habe so, so viel Kohle jetzt schon, Katja. Wir bekommen richtig, richtig doll viel Geld. Da würde ich sagen, wir sparen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Geld, damit wir unsere Maschinen upgraden können. Ich habe noch ein paar Kohleplatten, die kommen hier wieder in die Heizung. Sehr gut, haben wir hier schon was Fertiges? Nein, noch nicht. Dann werden alle Erze hier in die Maschinen reingemacht, bis wir alle Erze auf dem maximalen Level haben. Und dann können wir alle verkaufen. Wir haben 32 Stahlbarren, 32 Kohlebarren und 16 Steinbarren. Diese kann ich hier verkaufen. Sehr gut, bitte verkaufen. Dankeschön, Dankeschön. Und dadurch bekommen wir richtig, richtig doll viel Geld. Und mit diesem rosanen Geld kann ich mir jetzt die Maschinen Level 3 kaufen. Und für die Level 4 und Level 5 Maschinen brauchen wir das blaue Geld. Okay, dann kaufe ich mir erstmal jede Maschine einmal. Bitte kaufen, bitte kaufen und bitte kaufen. Und die Level 3 Maschinenkater sind jetzt noch viel, viel schneller. Okay, da kommt der Stonecutter Level 3 hier hin. Dann haben wir die Presse Level 3 und den Upgrader auch Level 3. Die Level 3 Maschinen sind viel, viel, viel schneller. Das ist super, super, super gut. Okay, dann können wir uns auf jeden Fall noch ein paar Stahlbarren machen, diese verkaufen und dann den allerbesten Bohrer holen. Wir haben richtig, richtig doll viel Geld und von diesem Geld können wir uns den allerbesten Bohrer kaufen. Okay, ich hole uns 2 Stück. Einmal für mich, einmal für dich. Und damit können wir richtig, richtig viele Erze bauen. Und ja, Moment mal. Wir könnten uns, glaube ich, sogar tatsächlich die allerbesten Maschinen kaufen. Das ist gut. Aber Epic, wollen wir uns nicht, wenn wir auch den besten Bohrer haben, uns eine sehr gute Spitzhacke holen, beziehungsweise wenigstens Eisen? Oh, ich habe schon eine bessere. Schau mal, Katja, ich gebe dir auf jeden Fall schon mal deinen Bohrer. Bitteschön. Dankeschön. Dann kann ich mir hier vorne für dich noch eine Spitzhacke kaufen. Und du bekommst eine Netherite-Spitzhacke. Schau mal, Katja. Bitteschön. Dankeschön. Und wir gehen jetzt zur Mine mit dem allerbesten Bohrer. Das ist so, so gut. Ich glaube, damit können wir so schnell alles abbauen. Okay, Bohrer wird platziert. Wow, der ist ja riesengroß. Und Moment mal. Wow, wie schnell er ist. Wir können hier alles abbauen. Dann wird hier noch alles abgebaut. Okay, mit dem besten Bohrer hier in der Mine klappt das wirklich richtig, richtig gut. Wir haben so viele Steine, ganz viel Kohle, ganz viel Eisen. Das ist super, super, super gut. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen zurück zu unserer Minenfabrik und platzieren dort die allerbesten Maschinen. Daraus bekommen wir richtig doll schnell die Platten. Die werden dann hier reingelegt. Sehr gut. Und hier haben wir die erhitzten Platten und die kommen hier in den Level 5 Upgrader. Und daraus bekommen wir hier die Stahlbalken. Sehr gut. Ich habe mir jetzt von jeder Maschine 10 Stück auf Level 5 gekauft. Da werden hier die Stonecutter hin platziert. Oh mein Gott. Sehr gut. Dann haben wir hier die weiteren Pressen auf Level 5. So und so. Dann kommt hier noch eine Presse hin und hier auch. Sehr gut. Dann machst du hier noch die Level 1 und Level 3 Stonecutter weg. Dann kommen hier die Level 5 Stonecutter hin. Zack und zack. Wir haben sogar noch 2 übrig. Wir könnten sogar noch ein bisschen erweitern. Dann haben wir hier noch die Heizungen. Die kommen hier auch hin. Oh, wie gut ist das denn? Und zack. Und hier hätten wir noch die Upgrader auf Level 5. Das klappt richtig, richtig doll gut. Okay. Von jeder Maschine hätte ich noch 2 übrig. Das bedeutet, wir können hier nochmal um 2 erweitern. Jetzt können wir hier die Roherze richtig doll einfach reinlegen, bekommen hier das Geschnittene raus. Du legst hier auch alles rein. Das geht so schnell insgesamt. Und wenn die fertig sind, wird hier vorne alles reingelegt. Dankeschön. Wenn die fertig sind, haben wir hier die erhitzten Platten. Oh, wie schnell. Und die erhitzten Platten können wir jetzt hier in die Upgrader reinlegen. Eine nach dem anderen. Die werden auch richtig toll schnell fertig sein. Und da haben wir hier wieder die Barren. Sehr gut. Das ist jetzt auf jeden Fall sehr schnell, muss man sagen. Das hat wirklich so, so doll gut geklappt. Wir können hier unsere Erze richtig, richtig doll gut upgraden und bekommen dadurch so, so viel Geld. Und zusätzlich, Katja, haben wir in der Mine den allerbesten Bohrer, mit dem wir so doll einfach die ganzen Erze mehr farmen können. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.